Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Meine lieben Brüder und Schwestern im Herrn. Wenn Sie an den Rosenkranz denken, dann werden unter uns die Gefühle ganz verschieden sein. Manche beten ihn jeden Tag gerne und er bringt ihnen viel. Und manche unter uns denken vielleicht, oh Gott, mit diesem Gebet kann ich nichts anfangen. Ich kann es ein bisschen nachfühlen, als mich meine Mutter als Kind manchmal zum Rosenkranz mitgenommen hat. Da war das mir furchtbar langweilig. Der Rosenkranz ist ein Gebet, das man erst lieb gewinnen muss, das man üben muss. So wie man das Schwimmen nur lernt, indem man schwimmt, Schwimmübungen macht im Wasser und nicht in der Theorie, so kann man auch den Rosenkranz nur dadurch lernen, dass man ihn eben betet. Man kann anfangen, indem man zum Teil nur einen Teil betet zum Beispiel, oder dass man manche Gesetzchen sich selber überlegt, zum Beispiel, Jesus, der mir das und das schenken möge, Jesus, der mir in dieser oder jener Situation jetzt helfen möge und so weiter und so fort. Man kann auch den Rosenkranz oder einen Teil gut beten, wenn man auf etwas warten muss, beim Arzt oder an der Haltestelle oder im Auto auch, kann man gut Rosenkranz beten. Und so kann man langsam in dieses Gebet hineinwachsen und Freude daran gewinnen. Der Rosenkranz ist nicht von den Menschen erfunden worden. Es ist interessant, er ist einfach im Laufe der Kirchengeschichte gewachsen. Es gab natürlich manche Heilige, die ihn gefördert haben. Aber letztendlich ist es doch so, dass er vom Heiligen Geist angetrieben sich entwickelt hat im Laufe der Kirchengeschichte. Und der Rosenkranz hat dadurch auch immer mehr an Bedeutung gewonnen. Das ist sehr interessant. Aus der Erfahrung, nicht indem jemand gesagt hat, der Rosenkranz ist gut, sondern die Menschen haben es gemerkt. Und die Mutter Gottes hat in den letzten 150 Jahren besonders immer wieder das Rosenkranzgebet empfohlen. Wir haben ja hier in Maria Festverbild auch ganz besonders die Verehrung der Mutter Gottes von Fatima. Und da spielt auch der Rosenkranz eine große Rolle. Am 13. Mai 1917, mitten im Ersten Weltkrieg, sagte da Maria zu den drei Hirtenkindern, ihr werdet bald viel zu leiden haben, aber die Gnade Gottes wird euch helfen und wird euch die Kraft geben, die ihr braucht, die Gnade Gottes. Vor allem durch den Rosenkranz. Sie sahen dann ein großes Licht, das sie durch und durch erfüllte und mit großer Freude beschenkte. Und sie hörten dann, wie Maria sagte, meine Kinder, fahrt fort, alle Tage den Rosenkranz zu beten, um für die Welt den Frieden zu erlangen und das Ende des Krieges. Diese schwachen Kinder sollen den Frieden und das Ende des Krieges erreichen. Durch den Rosenkranz, mit Hilfe Mariens. Mehr als alle Argumente ziehen natürlich die Erfahrungen, wie gesagt. Und so möchte ich mit Ihnen ein paar Menschen zu Wort kommen lassen, die uns mit ihrer reichen Erfahrung den Rosenkranz schmackhaft machen können. Papst Johannes Paul II., der Heilige, der gerade am Schluss seines Lebens uns ein Beispiel gegeben hat in der Opferbereitschaft. Woher nahm er die Kraft dazu, durch dieses schwere Leid hindurchzugehen und sein Amt weiterhin auszuüben? Er sagte einmal, der Rosenkranz ist mein Lieblingsgebet. Er ist ein wunderbares Gebet, wunderbar in seiner Einfachheit und Tiefe. In der Zeit des Dritten Reiches waren auch in unserer Diözese viele Priester und Gläubige mit dem nationalsozialistischen Regime in Konflikt geraten.
und sie wurden nicht selten schwer bestraft, weil sie gegen den Nationalsozialismus Stellung bezogen haben. So auch der Pfarrer Max Meyer aus Schildberg bei Eichach. Unerschütterlich sagte er offen die Wahrheit. Darum wurde er am Ostermontag 1940 verhaftet und ins Konzentrationslager gesteckt. Wir müssen uns vorstellen, 5 schreckliche Jahre bis zum Kriegsende lebte er in dieser Hölle auf Erden. Und er berichtet, 3 Dinge haben mich gerettet. Mein Gottvertrauen, mein Humor und der Rosenkranz, sagte er. Und er erzählt und berichtet, beim Beten dürfte man sich im KZ nicht erwischen lassen. Immer wenn ein Häftling geflohen war, mussten die anderen zur Strafe auch im Winter bei eisiger Kälte nur mit Sträflingskleidung nächtelang auf dem Appellplatz stehen. Stunde um Stunde glitten die Rosenkranzperlen durch die Finger von Pfarrer Max Meyer. Seine Gedanken waren bei Jesus und Maria. Und er berichtet, einmal habe ich so 17 Rosenkränze gebetet. Was haben diese Leute durchgemacht? Für Pfarrer Meyer wurde der Rosenkranz zur Schule der Versöhnung, der Sühne und des Friedens. Er gab ihm Kraft, durchzustehen. Meine Lieben, sind das nicht jene Menschen, die durch die Macht des Gebetes das Ende der Schreckensherrschaft Hitlers und die glückliche Zeit, in der wir nun leben dürfen, wesentlich bewirkt haben? Don Goppi, der Gründer der Marianischen Priesterbewegung, vernahm einmal aus dem Munde Mariens eine Einsprechung, wo Maria sagte, warum ist der Rosenkranz so wirkungsvoll? Weil er ein einfaches und schlichtes Gebet ist und euch geistig zur Kleinheit, zur Sanftmut und zur Einfachheit des Herzens heranbildet. Tatsächlich, der Rosenkranz nimmt uns den Hochmut und den Stolz. Er lässt uns in die Schule Mariens gehen. Der hochmütige und stolze Mensch kann mit dem Rosenkranz nichts anfangen. Ein anderes Beispiel ist auch Pater Gerion Goldmann, ein unglaublich erfahrener Mensch, der durch den Zweiten Weltkrieg gehen musste und da immer wieder die wunderbare Macht des Gebetes erlebt hat, der als Missionar in Japan tätig war, vor allem in der 13-Millionen-Stadt Tokio und unter den dort lebenden wenigen Christen wirkte. Er berichtet, einmal ging nachts das Telefon. Die Nachtschwester eines Altenheimes bat mich, sofort zu kommen. Es liege jemand im Sterben und bitte um einen Priester. Pater Gerion Goldmann wunderte sich, weil er noch nie gehört hatte, dass in diesem Altenheim ein Christ sei. Er fand eine Frau vor, die über 80 Jahre lang gebetet hat, dass sie vor dem Sterben noch einen Priester sprechen dürfe. Sie war jetzt 98 Jahre alt. Sie erzählte, mit 17 Jahren sei sie Christin geworden. Und eben dann von ihren Eltern mit einem Mann verheiratet worden, einem buddhistischen reichen Bonzen. Und dieser Buddhist hätte weit draußen in den Bergen einen buddhistischen Tempel gehabt und dort hätte sie mitarbeiten müssen. 8 Kindern habe sie das Leben geschenkt, 70 Jahre dort gelebt. Inzwischen seien Mann und Kinder verstorben. 5 Söhne sind im Zweiten Weltkrieg gefallen. Und nun sei sie im Altersheim. Und der Pater Gerion
Goldman fragte sie, ob sie denn in all den Jahren noch an Gott und an Christus gedacht habe. Da schaute sie ihn erstaunt an und zog mit der Hand einen Rosenkranz hervor und sagte, ich habe all die Jahre, ohne einen einzigen Tag jemals ausgesetzt zu haben, täglich und oft mehrmals die Kette der Maria in den Händen gehabt und zu ihr gebetet, dass ich doch vor dem Sterben wenigstens noch einen Priester finde, der mir das Brot Gottes bringt. Kaum hatte sie das Sakrament der Krankensalbung und der Krankenkommunion empfangen, ist sie im Frieden in die andere Welt hinübergegangen. Sie nannte den Rosenkranz die Kette zum Himmel. Und das ist wahr geworden, offensichtlich. Ja, Maria verlässt keines ihrer Kinder, die mit der Kette zum Himmel an sie gebunden sind. Beim Rosenkranz beten wir zum Beispiel dreimal im Gegrüßet seist du Maria, Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Maria ist nicht vergesslich. Sie denkt daran, dass wir das so oft geäußert haben. Und sie wird uns in der Stunde unseres Todes ganz besonders beistehen. Meine Lieben, ein paar Beispiele, die uns den Rosenkranz schmackhaft machen sollen. Natürlich ist die Heilige Messe wichtiger als der Rosenkranz. Aber das heißt nicht, dass der Rosenkranz unwichtig ist. Probieren wir, beten wir ihn, lesen Sie einen Teil und er wird uns viel Segen bringen, wie die Erfahrung lehrt.